Region Hannover. Tja, das ist jetzt eines der Fundstücke von gestern. Das ist die Traubenkirche. Und ihr seht, sehr, sehr groß der Baum. Hier unten haben wir ungefähr 8 cm Stärke. ja, was ich mir vorstelle, ist, dass solche kleinen Knospen, die hier überall sitzen, dass die jetzt austreiben können. Weil drumherum stand einiges, was das verhindert hat bisher. Und dass ich so nach und nach den Baum reduzieren kann. Auf diese Höhe etwa. Das ist meine Hoffnung. Der Baum hing gestern voller Kirschen. Voller Traubenkirschen, die ja bekannterweise giftig sind. Die sollen wir lieber in Ruhe lassen. Die sind nur was für Vögel und Vögel verbreiten die gerne. So dass die in deutschen Wäldern immer überhand nehmen, immer mehr überhand nehmen in Europa, Westeuropa und angrenzenden Staaten, obwohl es eine amerikanische Pflanze ist. Eingeführt vor, ja, man sagt ungefähr 300 Jahren als Alleebaum, weil er im Frühjahr so schön blüht, diese Blütenrispen dann zeigt. Was man dann wohl versäumt hat, ist den Baum klein zu halten. Das heißt, dann, wenn sie geblüht haben, die Blüten auch abzumachen. Das ist bei den Alleebäumen nicht passiert, sondern es ist zur Frucht gekommen und die Frucht haben die Vögel verteilt und jetzt haben wir in den Wäldern ein Problem mit solchen Bäumen, die nicht dorthin gehören, die für die Forstwirtschaft keine Bedeutung haben und die das Waldbild verfälschen. Das sind sehr robuste Pflanzen, das vorweg schon mal, aber ob diese es packt, das sehe ich erst im nächsten Frühjahr. Deshalb werde ich da auch nichts weiter dran machen, als das, was ich bis jetzt schon zurückgeschnitten habe. Es gibt bis in die Spitze, gibt es überall Knospen. Ich werde das vielleicht noch ein bisschen vom Bild her verfeinern, aber für mich reicht das erstmal so. Abwarten, was noch kommt. Ungefähr ja, 1,50 Meter, 1,70 Meter habe ich oben abgeschnitten. Und das, wie gesagt, war voller Kirschen. In Trauben angeordnet und das ist dann eben die sichere, ja, das ist dann eben sicher erkannt Traubenkirschen. Und dass es die spätblühende ist, dass die Früchte jetzt erst reifen. Das kann man dann erkennen. Und Prunus serotina, so ist der Name, eben amerikanische Pflanze, ursprünglich, wie gesagt, als schicke Gartenpflanze eingekauft und hat sich dann verselbstständigt. Zum Leidwesen aller Forstbetriebe und vieler Naturschützer. Okay, eine bzw. zwei Pflanzen wollte ich euch zeigen. Eine zeige ich, habe ich jetzt noch hier. Und bei den anderen bin ich immer noch dabei, die richtige Schale auszusuchen. Das ist mir bei der nächsten Pflanze auch nicht so richtig gelungen. Aber seht selbst. Unschwer zu erkennen. Eine Eiche. Was mich veranlasst hat, diesen Baum mit auszugraben, ist der Schwung in diesem Stamm. Und ich dachte, ich könnte den separieren. Hier von dem anderen Stamm abtrennen. Es sind tatsächlich zwei Stämme. Aber die sind richtig miteinander verwachsen. Wir haben es ja letztens mal als Experiment gemacht mit dem Ahorn. Die sind richtig fusioniert. Es gab zwei Pfahlwurzeln, dann eben eine auch in Unterarmstärke. Und eine zweite daneben für den vorderen, jetzt vorderen Baum hier mit der schönen Biegung. Ja, da frage ich euch jetzt erstmal. Was machen wir mit so einem? Brauchen wir diesen geraden, langen Stängel? Wollen wir das ausarbeiten, was wir hier haben? Hier unten sind sie fusioniert, das heißt, wir haben einen dicken, dicken Stammfuß. Jetzt ist der Zollstock gar nicht hier. Aber ich sag mal so 12 cm auf jeden Fall. Dann haben wir hier unten noch einen kleinen Ausläufer. Der ist ein bisschen wackelig. Den nehmen wir mal weg.
Er bringt uns hier auch nichts. Hätte auch Knospen gehabt, aber der bringt uns hier nichts. Wir haben hier dazwischen Ausläufer, wir haben Knospen. Ich war gestern drauf und dran und habe gedacht, hier, da schneiden wir ihn ab. Dann habe ich gesehen, es gibt hier aber auch noch ein paar Knospen an diesem geraden Stück. Und deshalb überlege ich noch, und das mache ich heute auch nicht, ob ich das nicht, tja, bis hierhin wegnehme, dann wird dieser Stamm hier deutlicher erkennbar. Und hier mal gucken, was da noch rauskommt. Aber wie gesagt, ich bin mir noch unschlüssig, was ich behalte und was nicht. Auf jeden Fall werde ich hier so ein bisschen die Krone in der Breite ein bisschen einhängen, sonst wird es überall bei mir ein bisschen eng mit diesen Bäumen, die ich gestern mitgebracht habe. Ein paar sind ja noch nicht mal bei mir hier und müssen auch dann direkt in den Garten. Und da muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich nicht zu breit werde mit allem, was ich hier habe. Und ich mich noch ein bisschen fortbewegen kann. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Äste raus, die ich vermeintlich nicht mehr brauche. Die habe ich mir aber auch alle schon ein bisschen länger mal angeguckt. Diese ganz große Breite brauche ich nicht, wenn ich hier so einen Ast habe, zum Beispiel der dicke, lange hier oben. Da entscheide ich mich für den kleineren, etwas darunterliegenden und habe eine bisschen kompaktere Pflanze. Dann haben wir hier noch so eine Art Raupengespinst. Ich denke, da ist aber alles schon ausgeflogen. Tja, das soll jetzt meine Frage an euch sein. Wie würdet ihr entscheiden? Also ich tendiere tatsächlich dazu, dass ich diesen Stamm hier bevorzuge. Aber ganz voneinander trennen kann ich sie nicht. Das war auch sicher ein Eichhörnchen, was das gepflanzt hat hier. Da sind aus zwei Eicheln zwei Bäume rausgekommen. Und die sind ineinander gewachsen. Ja, jetzt haben wir einen riesig dicken Stammansatz hier unten. Aber einen so einen geraden Knüppel dazwischen. Natürlich könnte man hier, sieht man so einzelne Knospen, darauf hinausgehen und sagen hier bist du abgeschnitten und alles was hier rauskommt, das kann man vielleicht noch so drapieren, dass es den Stamm hier nicht bedeckt, sondern auch ein bisschen unterstreicht. Und das wäre so die Tendenz, wo ich im Moment hingehen möchte. Aber dazu warte ich eure Stimmen ab. Wie es dann weitergeht, das werde ich euch dann auch entsprechend zeigen. Wie ich zu welcher Entscheidung komme und so weiter und so fort. Aber ihr wisst, da sind noch ein paar Bäume davor. Ja. Ja gut, mehr wollte ich heute gar nicht. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Ich merke also die Knochen schon ganz gut. Es ist eben nicht mehr die wärmste Jahreszeit und heute ist es sogar noch deutlich schlimmer und mir graut es immer davor, wenn ich raus muss und wieder einen Baum reinzuholen, den zu verarbeiten und sowas. Ich lasse es heute ein bisschen langsamer angehen. Außerdem muss ich wieder ein paar Sachen vorbereiten. Okay, das soll es also für heute gewesen sein. Wieder nur kurz, wieder nur Wesentliches. Und dann schauen wir mal die Tage, wie es weitergeht. Hier mit der Eiche, mit dem Cotoneaster, der auch draußen schon steht. Aber da muss ich mir selbst auch noch Gedanken drüber machen. Und die beiden Schlehen, die noch da sind, die sind auch eingetopft. Ich weiß bloß nicht, ja, die muss ich irgendwie alle noch in den Garten transportieren. Aber ihr seht, das alleine ist im Auto schon relativ schwierig. Allein von der Höhe der
des Teichpflanztopfes, den musste ich nehmen. Ich habe keine Schale, in der diese massigen, dicken Wurzeln reinpassten, die erst weiter unten dann tatsächlich auch ihre Feinwurzeln kriegten. Also müssen wir das auch alles erst so ein bisschen fortschreiten lassen, ein bisschen entwickeln lassen und dann irgendwann entscheiden, wo man sie hinpflanzen kann oder wo hinein man sie pflanzen kann. Auf jeden Fall ist das hier der Stamm, der mich veranlasst hat, diesen Baum überhaupt auszugraben. Es war nicht erkennbar, dass die beiden so stark fusioniert sind. Es sah aus, als wären das zwei einzelne Bäume. Nun, jetzt haben wir ihn hier und dann müssen wir gucken, was wir daraus machen. Okay, Freunde, was bis für heute erstmal. Man sieht sich. Bis dahin, ciao.